Freiwilligendienst mit BZEF in Ghana in der Volta Region in Ho. Bin da vormittags in der Schule und nachmittags im Office. Genau, und ich wohne zusammen mit einer anderen Freiwilligen in der WG und es macht super Spaß. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal noch die Schule und das Office. Hier sind wir jetzt bei der Hokochi EP Basic B Primary School. Hier bin ich immer am Vormittag in der ersten Klasse und helfe da beim Unterricht. Also ich korrigiere zum Beispiel die Tests oder die Klausuren, bringe denen Gedichte und Lieder bei oder helfe Kindern mit Beeinträchtigungen im Unterricht. Jetzt gehen wir mal und gucken uns die erste Klasse an. In der Grundschule sind die Klassen von 1 bis Klasse 6. Dann schauen wir uns jetzt mal die Klasse 1 an. Heiner wants something back. What is it? Poetry. What did Heiner want back? Hier sind wir jetzt vor dem Office von Voice Ghana, einer NGO in der Volta Region, die sich vor allem für Menschen mit Behinderung einsetzt. Dafür fahren wir zum Beispiel in die umliegenden Communities und bieten da Workshops an, die über Inklusion aufklären und das Thema weiter ausbauen. Jetzt gucken wir uns mal das Office innen an. Genau, also hier arbeiten jetzt alle aus dem Voice Ghana Office. Wir als Freiwilligen sind hauptsächlich für den Social Media Part zuständig. Aber wir dürfen auch zu größeren Events mit, zum Beispiel zum Anti-Corruption Day oder zu anderen Communities mitkommen. Genau. Die Arbeit im Office wie in der Schule macht riesig Spaß, also ich kann es jedem nur empfehlen.